Hallo ihr Lieben und willkommen zu Stoneearth Alpha 18. Jawohl, ich bin wieder ein bisschen spät dran, demnächst kommt schon wieder die Alpha 19 raus, deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen und ein bisschen schneller sprechen, damit wir nicht länger brauchen als die Entwickler. Nein, wir haben ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Ich habe das Gefühl, diesmal ist es nicht ganz so viel, aber dennoch habe ich auch wieder durch diese Alpha sehr viel Spaß am Spiel gehabt. Und deswegen erwähne ich jetzt vorher ein paar Sachen. Es wurden einige neue Objekte eingebaut, vor allen Dingen Sachen aus Clay. So ein paar Fenster, Türen, irgendwie sowas. Dann wurden wohl einige Änderungen an den Mods vorgenommen, um da die Performance zu verbessern. Man braucht jetzt auch eine neue Mod-Version. Also sie haben da so eine interne Mod-Versionsnummer. Die ist jetzt, glaube ich, von 2 auf 3 angestiegen. Also alte Mods funktionieren erstmal nicht mehr. Die müssen dann vom Mod-Ersteller geupdatet werden. Damit das Ganze läuft. Außerdem wurde wohl einiges an den Animationen gemacht. Es wurden Grundlagen gelegt für Animationen. Dazu gibt es einen sehr schönen Desktop Tuesday, den ich euch hoffentlich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dieser beschäftigt sich genau mit diesen Animationen. Dann möchte ich euch jetzt eben... bei diesen Sachen kann ich euch halt nicht viel zeigen, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich das dann im Startbildschirm. Dann möchte ich euch jetzt eben das Dörfchen zeigen, was ich in der Zeit gebaut habe. Weil, ja, das ist bei neuen Alphas halt so, dann komme ich wieder in das Spiel rein und habe wieder richtig Bock, da was zu machen. Und ja, genau das ist jetzt eben auch wieder passiert und deswegen zeige ich euch das eben. Also wir beginnen, das ist mein Dorf hier, das da unter der Erde und dann seht ihr schon, das ist sehr, sehr weit ausgebaut und eigentlich nur eine Mine. Wenn wir auf diesem Weg folgen, dann treffen wir hier auf ein paar Treppen und so, mit ein paar Lichtern und dann kommen wir hier an unsere Felder. Hier habe ich also so ein schönes Farmhäuschen gebaut mit so Büschen und so Feldern, wo die Farmer dann arbeiten. Und das Feature, was ich auch schon vorgestellt hatte, habe ich dann auch direkt verwendet, dass man hier eben die Betten zuordnen kann. Dann wohnen die Farmer eben auch hier, was ich sehr, sehr cool finde. Auf der anderen Seite habe ich dann eben eine, ja, wie nennt man denn das? Also so ein Tierdings halt, wo dann hier Hasen, Hühner und Schafe gehalten werden. Hier wohnt dann eben auch der Shepherd und der Trapper wohnt hier allerdings auch. Der ist, glaube ich, hier unten unterwegs. Hier ist, glaube ich, sein Gebiet aktuell. Und so ein bisschen so Vorstadt quasi, das hat man ja oft so vor den Städten dann eben eher sowas. Da habe ich hier mich an einer Holzpalisade versucht, ich finde es sieht nicht ganz so toll aus, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es, naja, ne, es soll eine Holzpalisade sein. Einfach weil das ja keine Stadt ist, die eine Stadtmauer braucht oder so, deswegen hat das hier eine kleine Palisade bekommen. Und dann eben hier einzelne Häuschen mit für die Arbeiter entsprechend und so weiter. Ihr kennt das aber ja, wie es auf Stoneearth so ist. Und mein Plan ist halt hier, das hat man, das sieht man an dem Weg auch schon, im Prinzip die, um diesen See herum zu siedeln und das dann aber auch mit einem Zaun bzw. mit dieser Holzpalisade abzugrenzen. Ich spiele hier übrigens im Peaceful-Modus, also ich glaube Peaceful heißt es hier auch, ne? Denn, also, dass es keine Gegner gibt, deswegen... Ich wollte mich einfach nur aufs Bauen ein bisschen konzentrieren. Aber kommen wir zu den Änderungen der Alpha 18. Ich habe ein bisschen was angesprochen. Eine Sache ist, ich glaube, das kann ich hier hoffentlich zeigen. Ist jetzt ein Merchant hier? Ja. Also, wir haben auf jeden Fall keine Ahnung, ob das jetzt damit zu tun hatte, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Gold auch für den Händler. Das heißt, ihr könnt nicht beliebig viele Sachen verkaufen, um an Geld zu kommen. Beispielsweise habe ich jetzt hier diese Schniekensachen, die ich nicht brauche. Und ihr seht, das geht eben vom Geld des Händlers ab und kommt in meins. Das heißt, ich kann halt nicht beliebig viel verkaufen, sondern der Händler hat ein Oberlimit. Ja, simple as that. Das ist eigentlich mal, kann ich hier auch eigentlich... Schade, nein, ich kann nicht mehrfach markieren. Die Sachen brauche ich nämlich, glaube ich, nicht. Das kann ich die verkaufen. Also, das ist eine Kleinigkeit, die eingebaut wurde. Eine Sache, die nicht so klein ist und die mir ein wenig wehtut, dass ich euch das zeigen muss. Ja. Wir haben nun die Möglichkeit, ich gehe jetzt mal in dieses Gebäude und ich gehe auf Remove.
Gebäude abzureißen. Und es funktioniert auch. Ihr seht, wir kriegen Teile des Materials wieder, die Gegenstände bekommen wir wieder. Und das Terrain wird wieder hergestellt. Das Ganze funktioniert glücklicherweise auch mit Straßen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hier... keep this building, ja, dann wird es bestimmt funktionieren. Dann fällt die Straße in sich zusammen und das Terrain ist wieder da. Das vermeidet eben dieses Problem, was ich ja schon hatte, wenn ich mich verbaut habe und ich habe Sachen entfernt. Was ja auch nur mit Cheats ging vorher. Dann habe ich wieder den normalen Boden und... Es sieht aus, als wäre nichts gewesen. Und das ist super klasse für mich zumindest. Also ich finde das super cool, weil eben jetzt auch mal Fehler erlaubt sind. Ich kann was ausprobieren und kann dann sagen, weißt du was? Nee, das Haus ist aber scheiße geworden. Ich mach's nochmal anders. Die haben sich ja, glaube ich, echt viel Mühe gegeben mit dieser Animation auch. Die haben sich da versucht, das Ganze auch irgendwie dann im Setting reinzubringen und nicht einfach nur schwupp ist wieder verschwunden. Sie hatten überlegt, ob sie das Haus dann quasi Block für Block wieder abbauen wollen, aber das ist natürlich auch wieder Quark, weil das beim Bauen nimmt man zwar eine Bauzeit, dann ist das okay, dann nimmt man die in Kauf, aber beim Abreißen möchte man eigentlich schon, dass das wirklich abgerissen wird und dann relativ schnell geht und das haben sie dann eben so umgesetzt und das finde ich ein sehr, sehr schönes und wichtiges Feature auch, um auch nicht sich eine ganze Map zu versauen, nur dadurch, dass man etwas gebaut hat und das wieder abgerissen hat und auf einmal hat man ein Loch im Boden. Oder man muss es eben per Cheats entfernen oder sowas. Das ist ja auch alles dann für ein fertiges Spiel nicht wünschenswert. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönes Feature. Und das war wohl, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, sich da irgendwie... Weiß ich nicht. Das haben sie auf jeden Fall in den Development-Updates auch erzählt. Die kann ich sowieso für alle, die sich so sehr für Stonehearth interessieren wie ich, nur wärmstens empfehlen. Man sieht dann auch schon immer, was kommt und sowas. Genau, so, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo bin ich denn? Ja, das war es eigentlich auch schon von Sachen, die ich euch in diesem Dörfchen hier zeigen kann. Ich werde das jetzt definitiv nicht speichern. Ich werde jetzt einfach mal zurückgehen ins Hauptmenü. Und dann werden wir ein neues Spiel starten. So, willkommen zurück im Startbildschirm. Es gab ein paar Komplikationen, weswegen ich euch nicht zeigen konnte, was ich euch zeigen wollte. Kurzer Hinweis darauf, wenn ihr nachlesen wollt, was alles genau in diesem Update getan wurde, das findet ihr immer hier unten links in der Ecke, nur damit ihr seht, was dieses Update, was diese Alpha dann wirklich noch alles kann, denn ich habe ja schon gesagt, ich zeige euch nicht alles, nicht jede Kleinigkeit. So, wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Aktuell funktioniert das, was ich euch zeigen möchte, nur mit den Ascendancy. Holen uns noch eben ein Trapper Knife. Warten mal drauf, was wir hier für eine Map bekommen. Gehen mal hier oben ans Wasser, immer schön. Und da sind wir. So. Hold down the spacebar, then move the mouse oder WASD oder auch Rechtsklick etc. Das kennen wir schon. So, okay. Dann platzieren wir unser Banner. Nennen uns Springshire. Springshire Town Initial Supplies. Das hier ist das, was ich euch zeigen möchte. Wir bekommen hier die Wahl, ein Tutorial zu machen. If we are going to get this town off the ground, we'll need wood and lots of it. Chop down some nearby trees to get logs. Wir brauchen also 8 wooden logs. Und dieses Tutorial werden wir natürlich mal machen. Jetzt wird uns auch gezeigt, okay, click the harvest menu button. Click the gather button. Und dann können wir hier eben wie gewohnt Holz abbauen. Und das kriegt man hier eben so ein bisschen erklärt. Das ist eine schöne Einführung in die Spielmechaniken. Jetzt haben wir unsere 8 Holzstämme. Hier wird dann auch erklärt, wofür die da sind. Also andere, also Holz und andere Ressourcen werden verwendet, um Gebäude zu bauen und Items zu craften. Und Holz ist so ziemlich das Erste, was man braucht, um seine Stadt voranzubringen. Oder unser Örtchen, beziehungsweise aktuell ist es ja nur ein Lagerfeuer. Aber hey. Now we need some place to store it. Also wir müssen das irgendwo auch lagern. Dafür brauchen wir
eine Stockpile. Das wird uns auch hier erklärt. Hier haben ist noch nicht ganz bedacht, dass ich zumindest hier eine andere Option gesetzt habe für alle Anfänger, die aber nichts in der Option geändert haben. Ist das natürlich trotzdem gut. Einmal hier draufklicken. So. Jetzt hat er uns, glaube ich, noch irgendwas erklärt. Das könnt ihr als im Video pausieren und mal nachlesen. Hierbei wird es darum gehen, dass wir einen Carpenter brauchen. Hier wird dann auch erklärt, ah, okay, wir haben Mind, wir haben Body, wir haben Spirit und dass da auch beisteht, was das, wofür das ist. Und da wir einen Crafter brauchen, nehme ich mal Marianne hier mit Mind 6, ist das ja nicht schlecht. Dann gehe ich auf Promoten. Und zack, dann wird hier erklärt, dass Carpenter und auch andere Crafter eben verschiedene Sachen herstellen können. Über Betten, Material zum Bauen von Gebäuden, Waffen etc. Jetzt wird uns auch erklärt, wie wir die Workbench setzen. Auch das ist natürlich wichtig in Stonehearth. Let's make a Workbench. Also gehen wir in das Crafter-Menü. So lernen wir eben auch, wie etwas gecraftet wird. Craften diese Workbench. Können das Fenster wieder schließen. Und das hier sind halt wirklich das nur Ansätze. Hier wurde wahrscheinlich auch die Grundlage implementiert, wie man Tutorials umsetzen kann. Das sind nur die Grundlagen erstmal. Das wird noch erweitert, das habe ich schon gelesen. Und ist aber meiner Meinung nach schon auf jeden Fall sehr schön gemacht und auch sehr, sehr erklärend. Nehme ich mal zumindest an, für die, die es noch nicht kennen. Weil das wurde auch erklärt, sie sind der Meinung, dass Stonehearth einige Sachen macht, die man einfach so noch nicht unbedingt kennen muss. Allein das Stockpile-Prinzip ist jetzt auch nicht unbedingt das verbreitetste. Natürlich gibt es das schon, das haben die sich jetzt alles nicht neu ausgedacht, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass Spieler anfangen und diese Prinzipien noch nicht kennen und deswegen wollen sie das mit Hilfe eines Tutorials erklären. So, wir haben sie jetzt gecraftet und jetzt müssen wir sie noch platzieren. Das heißt, jetzt lernen wir auch, wie wir Gegenstände platzieren. Ja, also wir haben jetzt gelernt, wie man einen Arbeiter promotet, wie man etwas herstellt, wie man etwas platziert, wie man Zonen designiert. Ja, okay, da stand jetzt gerade Congratulations. Damit haben wir dann diesen Teil des Tutorials fertig. Nur wie gesagt, ich glaube, dass das Ganze eben eine Grundlage geschaffen hat. Das Tutorial an sich ist jetzt noch nicht sonderlich umfangreich oder ähnliches, aber das ist, glaube ich, auch nicht die Hauptarbeit bei sowas. Jetzt, wo das aber steht, kann man da drauf aufbauen und sehr viel machen, denke ich. Und je nachdem, wie modfreundlich das System auch dann ist oder sein wird, kann man sich natürlich dann auch überlegen, was da draus vielleicht noch erwachsen kann. Vielleicht irgendwas Szenariomäßiges oder sowas, wer weiß. Mal schauen. Das Spiel hat ja meiner Meinung nach immer noch sehr viel Potenzial. Und Multiplayer und so weiter ist ja auch noch auf jeden Fall angedacht und da freue ich mich sehr drauf. Erwähnen muss ich, warum das hier der vierte Aufnahmeversuch ist, tatsächlich um das Tutorial aufzunehmen. Es ist nicht ganz so einfach, das Tutorial aufzunehmen, wenn man es schon einmal gemacht hat. Das Tutorial wird nach dem ersten Mal, wenn man es gemacht hat, ausgeblendet, was ja sinnvoll ist, weil man nicht jedes Mal neu lernen muss, was da ist. Allerdings gibt es aktuell in der aktuellen Version noch keine Settings dafür. Das heißt, ihr müsst in den User-Dateien, in den User-Settings, also ihr geht dann in den Stonehearth-Ordner, vermutlich unter Steam kommen, oder Steam-Apps kommen, irgendwie so, wo die ganzen Steam-Spiele halt liegen und dann geht ihr in den Stonehearth-Ordner und da die User-Settings .json ist das, da kann man dann die Tutorials wieder einschalten, indem man bestimmte Werte von True wieder auf False setzt, die Hide, Intro Tutorial, irgendwie sowas. Und deswegen konnte ich euch das erstmal nicht zeigen, weil das musste ich erstmal rausfinden, weil ich dachte, da wäre vielleicht irgendein Bug oder sowas. Nein, das liegt ganz einfach daran, dass das Tutorial ausgeblendet wird. Aber auch da glaube ich, dass sie noch dran arbeiten, gerade weil ja eben nicht nur ich das Problem hatte, dass das Tutorial auf einmal verschwunden war und ich nicht wusste, warum. Naja, sehen wir mal. Und die Alpha 19 ist ja nicht mehr weit weg. Mal schauen, ob sie da schon irgendwas in den Tutorials gemacht haben. So. Okay, jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, warum gibt er dem so viele Kisten in Auftrag? Das liegt daran, dass ich jetzt eine Farmer's Hoe herstellen muss. Um euch das nächste zu zeigen. Ah ja, doch, klappt direkt. Die 15 Kisten waren ganz gut abgemessen aus dem vorherigen Versuch.
Eine Kleinigkeit noch, die ist wirklich keine tolle neue Änderung, es ist aber eine Änderung im Gameplay, deswegen wollte ich sie euch noch zeigen. Und zwar ist es so, dass wenn ich jetzt einen Farmer habe, dann kann der nicht von Anfang an alles machen. Ja, das schauen wir mal gerade, wir holen uns jetzt mal den Farmer, damit ich hier diese Plantagen oder Farmen setzen kann. Da seht ihr schon, wir können am Anfang jetzt Rüben machen, wir können Karotten und Kürbisse anbauen. Was aber erst ab einem bestimmten Level geht, ist sind Blumen, Silkweed, Corn, Weed und Bäume im Endeffekt. Ja, und das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen leveln, um dann alles freischalten zu können. Ist aber halt auch, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit eigentlich. Ich finde es aber gameplay-technisch ganz cool. Vor allen Dingen ist es auch so, wenn ich jetzt einen Farmer auf Level 5 habe, dann werde ich einfach diese Farmen hier bauen können. Und alle Farmer werden, glaube ich, daran arbeiten. Da bin ich mir nicht sicher, aber es ist zumindest so nicht so, dass, zumindest nach meinem Gefühl, dass alle Farmer das haben müssen, um damit umgehen zu können. Sondern, dass das nur einmal quasi brauche ich einen Farmer, der so hoch geht. Ist zumindest das, wie ich es gesehen und verstanden habe. Ach. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch aus der Alpha zeigen wollte. Wie gesagt, falls da noch Sachen bei sind, die vielleicht für euch interessanter sind, könnt ihr die in den Patch Notes nachlesen. Und die Alpha 19 ist nicht mehr weit. Ich bin wieder sehr spät dran. Habe ich das schon mal gesagt? Weiß ich nicht. Bei den ganzen Fehlaufnahmen versuchen, ist das alles ein bisschen schwierig, das noch zu wissen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit in der Alpha 19 wiedersehen. Wo ich auch schon einiges zu gesehen habe. Ich kann nur nochmal die Development Updates wärmstens empfehlen. Die geben einem immer sehr schönen Einblick in das, was in Stonehearth so passiert. Wenn ihr da genauso interessiert seid wie ich. Und ja, dann sehen wir uns demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.